Am Wort ist der Abgeordnete Christian Lausch. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, wird nicht so weit. Danke, Herr Präsident, Frau Bundesministerin. Ja, Frau Bundesministerin, das Budget 2016, 1000 bis Polizisten mehr, ja, das haben Ihre Vorgängerinnen auch immer, oder Ihre Vorgängerin, jetzt sitzt sie im Parlament, auch immer gesagt. Das hören wir schon lange. Nur eines muss man halt sagen. Herr Klubobmann, darf ich Sie bitten? Danke. So in Ordnung, Herr Klubobmann. Also wenn Sie das doch mit Ihrer Innenministerin bereden. Ja. Also ich muss heute halt schon sagen, muss sehr lustig sein, das Budget, Frau Bundesministerin. Sie werden wahrscheinlich nur der Lauschangriff. Um Gottes Willen, Sie sollen sich lieber mit Budget befassen, liebe Frau Bundesministerin, nicht mit meinem Namen. Also bei aller Liebe. Also schauen Sie lieber, wie es in Ihrem Ressort ausschaut und was Sie machen können und nicht machen können. Und eigentlich, wenn man sich das Budget anschaut, können Sie eigentlich sehr, sehr wenig machen. Und wenn Sie heute draufkommen, 1000 Polizisten mehr, dann hätte Ihnen das 2013 einfallen müssen, weil Sie wissen ja ganz, ganz genau, dass die Ausbildungszeit schon 2 Jahre dauert. Also wenn Sie 2016 jetzt draufkommen, 1000 Polizisten mehr, dann haben Sie die 2018. Und wie Sie die ganze Sicherheitspolitik in Österreich gestalten werden bis 2018, das sei dahingestellt. Aber wahrscheinlich finden Sie das auch lustig. Aber das ist leider nicht so lustig und die Österreicherinnen und Österreicher finden es nicht lustig, weil die Polizisten, die jetzt an der Grenze ihren Dienst versehen, die fehlen im Kernland. Und da würde ich nicht lachen an Ihrer Stelle, weil Sie haben keinen Ressort und kein Budget zum Lachen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke.